Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Heile deinen Körper und deine Seele. Der Podcast, der dir dabei hilft, den Kampf mit deinem Körper zu beenden. Mein Name ist Jackie Freitag und nachdem ich selber 13 Jahre mit diesem Thema gekämpft habe, freue ich mich heute so sehr, dieses Thema mit dir teilen zu dürfen. Und daher wünsche ich dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Freude bei dieser Folge. Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und ich freue mich so sehr, dass ihr heute hier seid. Und ja, heute spreche ich mit der wundervollen Giovanna, einer ehemaligen Soulfood-Teilnehmerin. Und ja, Giovanna ist Mutter von 2 Kindern und ja, begann bereits früh in ihrer Pubertät an sich und ihrem Körper zu zweifeln. Und ja, sie ist dann wirklich in so einen Kreislauf gerutscht, ne, aus ständigen Diäten und dem emotionalen Essen und ja, auch begleitet von Fressanfällen. Und sie hat auch bereits einige Programme gemacht, unter anderem zur intuitiven Ernährung. Aber erst durch Soul Food hat sie es wirklich geschafft, sich von dem Kampf zu lösen. Und ja, heute hat sie ja endlich wieder das Vertrauen zu ihrem Körper aufbauen können und fühlt sich einfach so, so befreit. Und ja, auch die Beziehung zu ihren Kindern hat sich komplett verändert. Deswegen, ich freue mich so sehr, sie jetzt mit dazu zu nehmen und wünsche dir unendlich viel Freude beim Zuhören. Hallo liebe Giovanna, ich freue mich so sehr, dass du heute da bist und ich freue mich so sehr, mit dir sprechen zu dürfen und dass du heute deine Geschichte mit uns teilst. Und wenn du magst, dann nimm uns doch super gerne einmal mit und erzähl uns von dir und von deiner Geschichte. Sehr gerne. Vielen Dank, Maxine, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich unheimlich. Und ich bin Giovanna, ich bin 36 Jahre, bin Mama von 2 Kindern im Alter von 4 und bald 2 und bin verheiratet. Und ja, meine Geschichte beginnt wie bei vielen schon in der frühen Pubertät. Also seit ich eigentlich mich zurückerinnern kann, war ich nie zufrieden mit mir und meinem Körper. Und habe mich immer sehr viel verglichen, habe sehr meinen Fokus immer auf die Äußerlichkeiten gelegt, sei es entweder optisch oder auch in der Leistung. Und ja, ich hab jegliche Diäten durchgemacht, die es gibt, weil ich eben nie glücklich war und immer im Kampf mit mir und meinem Körper stand. Und es hat mich immer mehr von mir entfernt und ich habe immer weniger die Verbindung zu mir gespürt. Und dadurch wurden natürlich auch die Ausdrücke immer extremer. Ich hatte nie eine sehr ausgeprägte Ausprägung einer Essstörung in Form von Bulimie oder ähnliches. Und gleichzeitig bin ich aber ein Beispiel dafür, dass es dennoch sehr schmerzhaft und sehr, sehr vereinnahmend und beeinträchtigend sein kann, wenn man immer nur mit sich im Kampf steht und sich die Gedanken immer nur um die Äußerlichkeiten drehen und man gar nicht mehr die Verbindung zu sich spürt. Und das hat sich nach und nach zugespitzt. Dadurch wurden natürlich dann auch die Essanfälle immer extremer. Und ich dachte, das ist doch irgendwie nicht normal. Also es gibt ja auch andere Menschen, die ein ganz normales Essverhalten haben und die ganz gesund mit dem Thema Körper und Ernährung umgehen. Und ich habe dann 2017 das erste Mal da habe ich meine persönliche Weiterentwicklung begonnen, sagen wir es mal so. Und ich habe mitbekommen, dass wir über 90% aller Entscheidungen unterbewusst treffen und dass das Unterbewusstsein eine enorm große Rolle spielt und dass wir das Unterbewusstsein mit unserem bewussten Zustand nicht verändern können. Und da habe ich dann angefangen, wirklich in die Tiefe zu gehen und mit meinem Unterbewusstsein zu arbeiten, habe angefangen zu meditieren, habe auch angefangen aufzuhören, Lebensmittel zu kategorisieren, in gut und schlecht. Und das war für mich ein großer Wandel, weil ich dann einfach so den ersten großen Kampf abgelegt habe. Und gleichzeitig war allerdings der Wunsch nach meinem Wohlfühlkörper und doch nach dieser Traumvorstellung, die man hat, so immens groß, dass es mich nach wie vor immer noch sehr präsent sehr präsent war. Und ja, dann habe ich auch gemerkt, dass ich nach wie vor unter emotionalem Essen leide. Also ich hatte nicht mehr diese extremen Essanfälle. Ich habe allerdings gemerkt, dass ich mit Essen Gefühle kompensieren möchte.
Und ja, dann habe ich mich immer mehr auf meine Reise begeben. Und das war aber so ein Punkt, also die zwei Faktoren. Zum einen der große Wunsch nach meinem Wohlfühlgewicht, also immer noch der Wunsch nach diesem Tag X, wie die Jackie auch immer so schön sagt, und gleichzeitig auch das emotionale Essen, was noch präsent war, was ich nicht für mich aufgelöst bekommen habe, wo ich auch das Gefühl hatte, da stagniere ich, weswegen ich mich dann auch dafür entschieden habe, Soul Food zu machen. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du uns da schon mal mitgenommen hast. Ja, wirklich sehr, sehr spannend, deine Reise. Und magst du uns einmal mitnehmen, wie es danach dann weiterging? Ja, also ich hatte eine große Entscheidungsfindung, Soul Food zu machen, denn ich war mir unsicher, ob es das Richtige für mich ist, weil ich eben im Vorfeld schon einiges für mich erarbeiten durfte, Erkenntnisse gesammelt habe, auch schon in innere Kindarbeit gegangen bin. Und dann habe ich mich gefragt, kann es Soul Food wirklich schaffen, dass ich jetzt da rauskomme, dass der Fokus nicht mehr so sehr darauf liegt, den perfekten Körper zu haben oder auch Gefühle mit emotionalem Essen dann zu kompensieren. Und ich habe mich eigentlich schon dagegen entschieden. Und ich wurde auch tatsächlich ja auch da ein bisschen begleitet in meinem Prozess. Und es war ganz interessant, weil im Außen hat ganz viel dagegen gesprochen. Ich hatte zuvor gerade ein anderes Programm gemacht oder war noch währenddessen und ja, hatte da eine größere Investition geleistet mit ähnlichen Inhalten. Und ja, es war so, alles im Außen hat gesagt, das brauchst du jetzt nicht. Jetzt geh doch einfach mal weiter, vertief die Inhalte, die du jetzt gelernt hast. Schau nochmal, ob du da nochmal irgendwie Wege für dich findest. Und in mir war so eine große Stimme, die gesagt hat, mach es, mach es. Und das war das erste Mal, dass ich so wirklich meinen inneren Kompass gespürt habe. Denn ich war auch ein Mensch, der früher überhaupt gar keine Entscheidungen treffen konnte. Ich habe im Prinzip immer mein Umfeld befragt und die Mehrheit der Antworten dieser Entscheidung bin ich nachgegangen. Und das war ein unheimlich wichtiger Prozess für mich, weil alles im Außen gesagt hat, mach's nicht. Und in mir aber so eine große Stimme war, die gesagt hat, mach es. Und dann habe ich alle Möglichkeiten ja, eruiert, wie ich das umsetzen kann. Und das hat dann auch tatsächlich funktioniert. Und ja, ich habe mir als Versprechen gegeben, dass ich alles nochmal von ganz neu angehe. Also, dass ich das ganze Programm als ein weißes Blatt Papier sehe und nochmal von ganz vorne meine Geschichte schreibe, unabhängig davon, ob mir die Themen bekannt sind oder nicht. Und da hat mich auch, ich wurde im 1:1-Coaching begleitet von der lieben Jeanette. Liebe Grüße auch an der Stelle. Ja, und es war total interessant, weil dadurch hat das Ganze nochmal eine unheimliche Tiefe bekommen. Und für mich war der absolute Game Changer, dass ich mich wirklich priorisiert habe. Ich habe ab Tag 1 von Soul Food gesagt, weil es eben auch so ein großer Prozess im Vorfeld war und dass ich mich dafür entschieden habe, obwohl alles im Außen dagegen gesprochen hat, hatte ich selbst so einen großen Drang und Wunsch, mich zu priorisieren und es wirklich ernst zu nehmen, dass ich, ja, dass ich da angefangen habe, mich wirklich wichtig zu nehmen und mich wirklich zu sehen und zu hören. Und das hatte ich vorher nicht. Und das Interessante ist, dass es auch eine ja, aus meiner Kindheit her rührt, dass ich da oft das Gefühl hatte, nicht gesehen und gehört zu werden und dass ich im Prinzip das Gleiche mein Leben lang mit mir gemacht habe. Ich habe mich einfach nicht wirklich gesehen und gehört. Und als ich Kinder bekommen habe, habe ich mich intensiv damit auseinandergesetzt, wie ich gerne meinen Kindern gegenübertreten möchte und bin dann zur bedürfnis- und bindungsorientierten Begleitung gestoßen, die mir ja, sehr zugesagt hat, die sich stimmig für mich angefühlt hat. Und da habe ich dann auch erkannt, wie wichtig es ist, die Bedürfnisse zu erkennen und auch zu erfüllen und gleichzeitig alle Gefühle auch zu begleiten und dass auch alle Gefühle da sein dürfen. Und da hat sich das erste Mal für mich so ein bisschen den Kreis geschlossen, dass ich gemerkt habe, okay, das hatte ich vielleicht in meiner Kindheit nicht. Da wurden die Bedürfnisse nicht erkannt oder die Gefühle wurden auch nicht alle willkommen geheißen, weil es einfach ja auch ein gesellschaftliches Thema ist und wie auch wir erzogen wurden oder das teilweise auch noch allgegenwärtig ist. Und deswegen waren meine Kinder für mich auch ein unheimlicher Lehrmeister, weil sie mich natürlich auch in vielen Situationen getriggert haben und ich dadurch auch wieder viel für mich lernen durfte.
Und gleichzeitig war ich aber immer noch in diesem Leistungsdruck und in diesem Perfektionismus gefangen vorher, dass ich es eben nicht geschafft habe, wirklich nochmal einen Schritt tiefer zu gehen. Und das hat Soulfood geschafft, dadurch, dass ich mich mir einfach wirklich gewidmet habe und mich priorisiert habe. Wow, Giovanna, es ist so schön, was du erzählst. Und ich glaube, ganz, ganz viele Mütter sitzen hier gerade und fühlen sich nochmal so inspiriert, auch von dir und deinen Worten. Und ja, dass es halt wirklich auch möglich ist, ne? Egal, ob jetzt im Außen alles dagegen spricht, ne? Und es ist so schön, dass du deiner inneren Stimme vertraut hast und wirklich auch, ja, einfach gesagt hast, hey, ich mache das jetzt für mich und ne, ich gebe mich da voll hin, dem ganzen Prozess, und ich gebe mir jetzt nochmal die Chance. Es ist, ach, ich habe Gänsehaut. Es ist so schön, wie man wirklich so in seine Schöpferkraft treten kann. Das zeigt deine Geschichte nochmal sehr, sehr gut. Und ja, auch wenn man, ne, denkt, so dass alles dagegen spricht, dass man trotzdem sagt, hey, so ich vertraue mir jetzt. Ne? Ich vertraue nicht den Menschen um mich herum, vielleicht, die dagegen sprechen, die aber nicht an dem Punkt stehen, an dem ich eigentlich hin möchte. Ne? Das ist ja auch nochmal eine ganz wichtige Frage, die wir uns hier stellen dürfen. Und genau, du hast ja auch erzählt, dass du da nochmal andere Programme gemacht hast vorher. Kannst du uns einmal auch mitnehmen, was so der Unterschied war zwischen, ja, dem Programm und jetzt Soul Food? Ja, alles, was ich zuvor gemacht habe, war auch sehr gut, sehr hilfreich. Es ist allerdings nicht so sehr in die Tiefe gegangen wie Soul Food. Bei Soul Food, also es war interessant, weil ich hab ganz viele Tools gekannt. Ich habe gewusst, wie die Psyche funktioniert, wie unser System funktioniert. Und ich habe mich immer gefragt, aber wie passiert denn jetzt wirklich Heilung? Wie kriege ich denn jetzt dieses emotionale Essen los? Und ja, das habe ich tatsächlich bei Soul Food erkennen dürfen, lernen in Anführungsstrichen dürfen. Wobei ich auch sagen muss, dass dieses emotionale Essen sich von ganz alleine dann aufgelöst hat. Also ich habe nach und nach auf meinem Weg gemerkt, dass ich teilweise auch noch so zum Essen gelaufen bin und dann dachte, ach nee, das gibt mir jetzt gar nichts. Ich möchte es gar nicht, weil es verändert jetzt gar nicht die Situation oder das Gefühl. Das Gefühl darf einfach da sein. Und das war eine ganz spannende Reise. Und was ich auch gelernt habe, ist, nicht mehr zu bewerten. Also komplett aus der Bewertung zu gehen, zum einen, was meine Gefühle und mein Alltag anbelangt. Und da spielt natürlich auch eine große Rolle. Als Mama von zwei kleinen Kindern ist es oft unberechenbar. Und auch im Programm wird es immer wieder, Situationen geben, wo du einfach dich in dem Moment nicht priorisieren kannst oder wo dann die Morgenroutine mit Kindern nicht funktioniert beispielsweise. Und da bin ich komplett aus der Bewertung raus. Ich habe alles angenommen, so wie es ist und habe mich jeden Tag aufs Neue versucht, dem Ganzen zu widmen. Und dann gab es Tage, da ist es mir besser gelungen und es gab Tage, da ist es überhaupt nicht mir gelungen oder hat nicht geklappt und es war vollkommen okay. Und ich glaube, wirklich da in das Vertrauen zu gehen, dass man auf seinem Weg ist und dass es nicht perfekt sein muss und dass es vor allem mit Kindern teils herausfordernd sein kann, aber immer wieder also immer wieder ein Lösungsfinder zu sein, immer wieder zu schauen, wie kann ich es jetzt vielleicht anders gestalten, dass es besser für mich in meinen Alltag passt, anstatt sich so auf das Problem zu fokussieren und zu sagen, das funktioniert halt einfach nicht. Und ich habe dann auch gemerkt, dass ich auch einige Glaubenssätze hatte, wie beispielsweise, das kann ich nicht mit kleinen Kindern, das ist nicht umsetzbar. Und auch da habe ich das Ganze abgelegt und habe gesagt, alles ist möglich, ich darf grenzenlos und groß denken und ich darf einfach die Wunder in mein Leben lassen. Und das war so schön, weil als ich angefangen habe, wirklich da so meine Gedanken auch zu shiften, da sind dann auch wirklich Wunder passiert und ganz viele tolle Dinge. Und ja, deswegen kann ich nur jeden ermutigen, den Weg zu gehen, also den Weg wirklich seine Reise zu starten. Denn das, was dahinter liegt, ist so unbeschreiblich, dass der ganze Schmerz, den man vielleicht auch in den Momenten hat, während so einer Reise, dass der sowas von getoppt wird von dem, was einem danach erwartet. Und deswegen kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der in irgendeiner Art und Weise vor einer Herausforderung steht in seinem Leben oder jetzt auch bezüglich der Thematik Essstörung, ja, sich auf den Weg zu begeben, weil es passiert einfach ganz viel Schönes und Magisches. Und es ist nicht mal das so viel, es passiert natürlich auch sehr viel im Außen, aber viel wichtiger sind die Gefühle zu sich selbst, die Freiheit, die man gewinnt,
das Vertrauen, losgelöst von Ängsten, Sorgen, einfach alles so anzunehmen, wie es ist und dadurch Raum zu haben, um mal wieder richtig ins Fühlen zu kommen, um mal wieder richtig, ja, Liebe es ist, ja, einfach die ganzen Emotionen wieder zu spüren mit all seinen Sinnen. Und das ist, glaube ich, das Allerwertvollste, was man dadurch wiedergewinnt. Ja. Ja, da kann ich wirklich nur zustimmen. Es gibt nichts Befreienderes, als ja, wirklich seine Ängste hinter sich zu lassen und sich wieder zur Priorität zu machen und wirklich auch sich seinen Themen hinzuwenden, ne? Weil in der Regel ja, laufen wir eben davor weg, weil wir Angst haben, ne? Und das ist völlig normal, auch Ängste zu haben. Die können auch ganz verschieden aussehen, ne? Und trotzdem dürfen wir uns selbst an die Hand nehmen und erkennen, dass wir auch den Weg der Liebe gehen dürfen. Ne? Und diese Ängste sind normal. Sie wollen uns in der Regel eigentlich beschützen, aber wenn sie wirklich Überhand nehmen, ne? Und wirklich auch so, ja, unser Leben bestimmen, dass wir nicht anfangen, wirklich ja, für den Frieden loszugehen, für den inneren Frieden, dann dürfen wir sie wirklich auch ja, liebevoll begleiten und uns ja, auch für uns erkennen, dass es einen anderen Weg gibt. Und das, ja, zeigst du auch hier schon wieder. Es ist so, so schön, ja, dass du dich da auch ja selbst an die Hand genommen hast, ne, und gesagt hast, hey, ne, ich möchte nicht mehr länger diesen Zustand gerade akzeptieren, in dem ich mich befinde. Und ich weiß, dass das Leben noch viel, viel mehr für mich bereithält, ne? Und es geht auch nochmal an all die Frauen, die vielleicht schon Programme gemacht haben für intuitive Ernährung, ne, und sagen so, hey, ich kenne jetzt die Regeln, ich weiß jetzt ganz, ganz viel, aber ich habe trotzdem noch die Essanfälle, ne? Ich habe trotzdem noch das emotionale Essen, weil ich nicht weiß, wie ich das umsetzen soll. Ne? Und genauso ging es mir damals auch, als ich Psychologie studiert habe und wirklich ja, ganz, ganz viel wusste, ne? Unzählige Bücher gelesen habe über das menschliche Verhalten, über das Unterbewusstsein, über Traumata. Und trotzdem habe ich erst durch Soulfood den Durchbruch geschafft. Ne? Und das, ja, deswegen, ich fühle dich so sehr, Giovanna. magst du uns noch mal mitnehmen in die 1:1-Betreuung? Also erzähl uns super gerne, wie du die Betreuung wahrgenommen hast. Die 1:1-Betreuung fand ich für mich unheimlich wichtig, weil eben dadurch, dass ich schon im Vorfeld einiges gemacht habe, hatte ich die Befürchtung, dass wenn ich nur in Anführungsstrichen das Programm mache, dass ich dann vielleicht, dass mir fehlende Impulse den richtigen Weg weisen. Und es war wirklich super schön. Also ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Ich habe mich super gut mit meiner Coachin verstanden. Und sie hat tatsächlich auch in den richtigen Momenten mir die richtigen Impulse gesetzt oder die richtigen Knöpfe dann auch gedrückt, dass ich da nochmal reinschauen durfte oder nochmal re reflektieren durfte, was mir dann auch nochmal unheimlich geholfen hat. Und deswegen, ja, kann ich natürlich das 1:1-Coaching absolut empfehlen. Und ja, also für mich war es unheimlich wertvoll, dass ich da betreut wurde. Man steht im ständigen Austausch. Man hat jederzeit die Möglichkeiten, sich an seinen Coach zu wenden. Und das war wirklich für mich unheimlich wertvoll, ja. Ja, voll schön zu hören, weil es hilft wirklich auch, sich jemandem anzuvertrauen. Und manchmal hat man wirklich auch diese Art blinden Flecken, ne, dass man selber eigentlich gar nicht seine Themen gerade sieht. Und da hilft es so, so sehr, nochmal, ja, so eine Art liebevollen Popo-Treter zu bekommen und einfach von außen nochmal den Blick zu haben. Ja. Genau, ja. Ja, was ich auch noch sagen möchte, ist, dass man merkt immer mehr, dass es eine nie endende Reise ist. Also, dass wenn man das eine Thema aufarbeitet, dann kommt irgendwann ein anderes Thema, was anklopft und gesehen und gehört werden möchte. Und das ist ja das Spannende, dass es nie endet. Was ich aber sagen kann, ist, dass wenn man irgendwann einen gewissen Punkt erreicht hat, dann ist die Reise total voller Vorfreude und Erwartung und Spannung. Und es ist nicht mehr so, dass man die Angst davor hat, irgendwas zu bearbeiten. Ganz im Gegenteil, man hat eher ja, die Lust hinzuhören und zu schauen, was gibt es denn da noch, was ich anschauen darf. Und deswegen, weil vielleicht auch viele Angst davor haben, sich den ganzen Themen zu widmen. Es wird einfacher mit der Zeit. Und gleichzeitig soll man aber auch wirklich das Bewusstsein haben, dass es eine nie endende Reise ist und dass wir immer weiter wachsen dürfen. Ja, auch da kann ich nur zustimmen. Ne? Es ist
tatsächlich so, dass wir immer wieder im Leben Herausforderungen haben werden, ne? Aber das Schöne bei Soul Food ist wirklich, dass wir so eine Art Werkzeugkoffer mit an die Hand bekommen, mit ganz, ganz vielen Tools, dass wir wirklich lernen, auch uns selber emotional zu begleiten. Und das macht halt diesen riesengroßen Unterschied, dass man plötzlich gar nicht mehr so in dieser Haltung ist von, oh mein Gott, ich habe Angst, dass, ne, dass jetzt das und das passiert, sondern man ist eher so in diesem Vertrauen, ne, weil man nach und nach auch diese innere Sicherheit aufgebaut hat von, hey, ich kann das tragen, ne, ich kann mich hier durchbegleiten, ich schaffe das, ne, ich habe das Vertrauen in mich und in meine Fähigkeiten. Und das ist eben das Schöne. Man wächst immer weiter über sich hinaus und diese Haltung verändert sich, ne, und das hast du gerade nochmal sehr, sehr schön beschrieben. Und da kann ich nur zustimmen. Ja, absolut. Und ja, es ist auch so bei mir, ich merke, dass ich einfach viel rechtzeitiger erkenne, wenn mein Nervensystem hochfährt. Also ich lasse es gar nicht mehr so zuspitzen, dass mir irgendwie alles zu viel wird oder dass ich reagiere, wie ich nicht reagieren möchte, sondern ich merke es rechtzeitig und kann dann einen Cut reinmachen und sagen, okay, ich brauche jetzt einfach Zeit für mich, ich muss jetzt wieder kurz mich regulieren, weil in unserer schnelllebigen Zeit, in unserer Gesellschaft passiert es natürlich ganz häufig, dass man doch wieder in alte Verhaltensmuster verfällt oder bei mir ist es auch der Leistungsdruck, dass man da ganz schnell wieder drin ist. Und für mich ist es so wertvoll, dass ich das rechtzeitig erkennen kann und mich wieder rausholen kann, ja. Ja, absolut. Total wertvoll, ne? Weil das Nervensystem spielt natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle. Und das ist uns häufig gar nicht bewusst, wie hochgefahren oder dysreguliert unser Nervensystem eigentlich im Alltag ist, ne? Und dahinter stecken eben auch wieder tiefere Themen, ne? Zum Beispiel auch der Leistungsdruck, aber auch andere Dinge, ne? Andere emotionale Trigger, die dafür sorgen, dass unser System sich wieder in so einer Art Überlebensmodus befindet, ne? Und das hat eben meistens tiefere Gründe. Und deswegen ist es gleichermaßen natürlich auch immer wieder eine Chance, ne, zu erkennen, hey, was steckt da jetzt eigentlich dahinter? Ne, und wirklich in die Erforschung zu gehen und sich dann wieder ja, Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank auch dafür's Mitnehmen. Und ja, vielleicht kannst du einfach auch mal beschreiben, wie hat sich so deine Beziehung zum Essen verändert? Also ich habe ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, schon recht früh aufgehört, wirklich Lebensmittel zu kategorisieren. Ich habe mir alles gegönnt. Ich war eigentlich schon recht intuitiv in meiner Ernährung. Das Einzige, was bei mir nach wie vor war, dass ich das Bedürfnis hatte, wenn ich bestimmte Gefühle hatte, zu essen. Und dem bin ich auch immer nachgegangen und dem bin ich auch noch anfangs nachgegangen, weil ich wollte es mir ja gar nicht verbieten. Ich wollte einfach hinhören und erforschen und die Gründe dahinter erkennen, um es dann aufzulösen. Und so war dann auch der Weg. Also ich brauche jetzt tatsächlich Essen überhaupt gar nicht mehr, um irgendwas zu kompensieren. Ja, ich nehme alles an, wie es ist und auch da lasse ich wieder den Perfektionismus beiseite und denke nicht in Schwarz und Weiß. Und es gibt natürlich auch mal Tage, da esse ich über mein Sättigungsgefühl hinaus oder und das ist auch voll normal, weil das ist auch ganz okay, dass unser Leben einfach in Wellen ja sich widerspiegelt und deswegen habe ich einfach so eine gewisse Freiheit, würde ich jetzt behaupten, gegenüber dem Essen gewonnen und sehe Ernährung allerdings wirklich, um meinen Körper zu nähren. Also ich habe ja nochmal ein größeres Bewusstsein dafür entwickelt, was ich denn wirklich meinem Körper geben möchte, was er braucht und ja. Voll schön, ja. Wenn wir wirklich beginnen, das zu drehen und unseren eigenen Wert auch erkennen, unseren inneren Wert, dann wollen wir plötzlich wirklich gesunde Lebensmittel. Ne? Wir ja, möchten unserem Körper auch was Gutes tun, ne? Und nicht mehr gegen ihn kämpfen. Und auch das Thema Wohlfühlgewicht und so, das rückt einfach immer mehr in den Hintergrund. Ne? Und das ist ja auch das, was so, so viele Frauen bei uns sagen, so hey, so ich habe abgenommen, so ich will meinem Körper gesunde Lebensmittel schenken, aber es ist ein ganz anderes Gefühl dahinter. Es ist nicht mehr dieser Zwang, dieses ich muss, 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 sondern wirklich einfach nur aus der Selbstfürsorge heraus. Und ja, es ist einfach ein wunderschönes Gefühl und es ist eigentlich das gleiche Verhalten vielleicht am Ende, aber aus einem ganz anderen Gefühl heraus. Genau, und das ist so wichtig, weil wenn man noch die Themen nicht aufgearbeitet hat, dann versucht man oder dann hat man diesen Wunsch, dieses Wohlfühlgewicht oder diesen Wohlfühlkörper zu erreichen, um etwas zu bekommen in dem Fall vielleicht oder um Aufmerksamkeit zu bekommen oder um gesehen und gehört zu werden, um beneidet zu werden, was auch immer. Und das entfällt, weil
das braucht man letztendlich nicht mehr, wenn man einfach mit sich selbst in Verbindung steht. Also man vergleicht sich nicht mehr, man hat nicht irgendwie das Gefühl, nicht richtig zu sein, und man kann wirklich sich voll und ganz dem Prozess hingeben und im Vertrauen sein. Ja, das kann ich auch nur bestätigen aus eigener Erfahrung, aber auch aus den Erfahrungen von all den Frauen, die wir bereits begleiten durften. Das ist ja einfach super schön zu hören. Und ja, jetzt bin ich aber auch super gespannt, wie sich deine Reise so auch auf dein Umfeld ausgewirkt hat, wo du ja auch gesagt hattest, ne, da waren auch ein paar Zweifler dabei. Ja. Ja, also in meinem ganz kleinen Umfeld mit meiner Familie ist es so, dass ich natürlich, wenn ich in meiner Mitte stehe und für mich sorge, dass ich wirklich sehr ausgeglichen bin. Und das spiegeln natürlich die Kinder auch wieder, ne? Also Kinder sind ja, die spiegeln ja alles. Die haben ja ganz stark die Spiegelneuronen, um auch zu lernen. Und das ist natürlich unheimlich schön, weil wir dadurch, ja, oftmals auch mal in stressigen Situationen einfach ausgeglichener und ruhiger sind. Das macht viel Spaß. Ich werde von meinen Kindern fast gar nicht mehr getriggert. Das ist ganz spannend. Also ja, ich kann jegliche Gefühlsausbrüche echt gut begleiten, ohne dass ich mich irgendwie selbst begleiten muss, weil das war natürlich auch ganz am Anfang oft so, dass da in einem natürlich auch ganz viel passiert, wenn dann ein Kind einen Wutanfall hat. Beispielsweise. Also das hat sich verändert. Und ja, allgemein ist es einfach so, dass ich glaube, dass man sieht, dass ich wieder strahlen kann. Also ich war, glaube ich, schon immer ein Mensch, der sehr positiv gedacht hat und sehr viel gestrahlt habe. Und gleichzeitig gab es einfach sehr viele Phasen, in denen, ja, ich unglücklich war. Und das war auch so ein Punkt. Ich hatte eigentlich alles, was man sich so wünscht. Und all meine Wünsche und Träume, die ich hatte, sind auch in Erfüllung gegangen. Und ja, man hat ja dann irgendwann wollte man heiraten, irgendwann wollte man einen tollen Partner, dann hat man den bekommen, dann wollte man heiraten, dann hat man geheiratet, dann wollte man Kinder, dann hat man die Kinder bekommen und alles war da, das Häuschen war da. Und irgendwann war ich aber an so einem Punkt, wo ich dachte, okay, ich habe alles erreicht, ich war selbstständig, aber irgendwie bin ich so leer und ich bin so unglücklich. Und ich glaube, das durfte ich wiederfinden, dass ich einfach erkennen kann, dass ja, dass nichts im Außen mir die Zufriedenheit und die Fülle geben kann, die kann nur ich mir geben. Und dass ich auch nicht im Außen eine Wertschätzung oder eine Anerkennung brauche, die darf ich mir selbst geben. Und das ist was, was ich einfach gelernt habe. Und ich glaube, das merkt man jetzt natürlich auch wieder, dass ich da viel mehr mit mir verbunden bin und ja, auch da wieder viel mehr strahle. Oh, voll schön, einfach auch das zu hören, ne? Weil ganz viele Menschen, ne, haben diesen Punkt erreicht, ne, an dem sie ja vielleicht alles in ihrem Leben so, ja, alle Ziele auch so erreicht haben, ne, und sich verwirklicht haben und dann wirklich an diesem Punkt stehen und denken, so war das jetzt alles, ne? Irgendwie, ich habe doch jetzt alles in meinem Leben, so, mir geht es doch eigentlich gut, so, warum fühle ich das nicht, ne? Warum fühle ich mich so leer? Und zu sehen, dass das wahre Erfüllung, ne, wirklich nur von innen heraus kommen kann. Und wenn wir ja eigentlich die ganze Zeit nur im Außen auf der Suche sind, das kann so niemals funktionieren. Deswegen, es geht immer andersrum, dass wir erstmal von innen heraus unser Leben kreieren. Ne. Das ist ja auch nochmal ein ganz, ganz spannender und wichtiger Punkt, ja. Ja, dann würde ich dir gerne zum Schluss nochmal ein, zwei Fragen stellen. Und zwar, ich fange mal an mit der Frage: Was würdest du der Giovanna von vor einem Jahr gerne sagen, die ja noch an dem Punkt stand, als sie gegen sich und ihren Körper gekämpft hat? Ich würde ihr sagen, dass sie voll okay ist, so wie sie ist, und dass es auch voll okay ist, dass sie an dem Punkt steht, wo sie ist, und dass sie ins Vertrauen gehen darf. Denn ja, es erwartet sie eine Heilungsreise und dass es ihr bald viel, viel besser gehen wird und dass sie bald wirklich wieder mit sich verbunden sein kann und wirklich auch wieder die Fülle all dem, was sie eigentlich auch schon hat, aber auch wirklich spüren kann. Ja. Oh, so schön. Also, diese Worte erreichen gerade echt mein Herz. Also, es ist unglaublich schön. Noch eine Frage zum Schluss. Und zwar, was würdest du gerne den Frauen mitgeben, die aktuell noch an dem Punkt stehen, wo sie gegen sich kämpfen? Ja,
Ich würde Ihnen sagen, und da möchte ich jetzt auch noch mal gezielt Mamas ansprechen, auch gegebenenfalls mit Kleinkindern, die Zweifel haben, dass sie das alles schaffen können, dass es gar nicht darum geht, was richtig zu machen. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, einfach loszugehen. Und es gibt in dir das Fünkchen Vertrauen, was irgendwo verborgen ist, und folge einfach dieser Stimme. Also schau mal, irgendwo in dir ist die Stimme, weil wir alle wollen in einem gesunden Körper leben, wir alle wollen einen gesunden Geist haben, wir alle wollen uns mit uns verbinden, und das steckt in jedem, egal wie weit man von sich getrennt ist. Und vielleicht ja, gibt es da so diese ganz leise innere Stimme, die sagt, tu es und folge dieser Stimme. Und vertraue, denn du kannst nur gewinnen. Unabhängig davon, wo du nach dem Programm stehst. Auch das ist unheimlich individuell, denn jeder macht seine eigene Reise. Und ja, jeder steht an einem anderen Punkt und ist auch genau richtig an dem Punkt, wo du jetzt gerade stehst. Und du kannst auch immer nur so viel zulassen, wie du in dem Moment auch zulassen kannst. Nur geh den Weg und ja, folge einfach dieser inneren Stimme. Und alles, was dann kommen wird, wird dich bereichern. So schön, liebe Giovanna. Vielen, 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 vielen Dank, dass du da warst. Es war wunderschön, dir zuzuhören. Es war so inspirierend und ich bin mir ganz sicher, dass du hier nochmal ganz, ganz viele Frauen, auch insbesondere Mütter, damit erreichst. Also ja, vielen, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Es war sehr schön und vielen Dank für das schöne Interview. Ja, diese Folge war nochmal unglaublich berührend und schön. Und es ist einfach, ah, da geht mein Herz auf, ne, wenn ich höre, dass Frauen wirklich auch sich nicht mehr von ihren Ängsten leiten lassen, ne, sondern wirklich auch sagen, hey, ich vertraue darauf, ne, dass ich nicht gegen mich und meinen Körper kämpfen muss. Ne. Ich vertraue darauf, dass auch ich es schaffen kann. Ne. Das finde ich so, so schön. Und es hat diese Folge und die Geschichte von Giovanna auch nochmal so schön gezeigt. Und ich möchte dir auch einfach nochmal sagen, ne, dass du nicht alleine bist mit deinen Themen. Das ist so, so wichtig, dass wir uns das verständlich machen. Ne? Du musst nicht alleine kämpfen. Und wenn du den Wunsch hast, dich mit Gleichgesinnten auszutauschen, ne, die wirklich auch verstehen, wie du dich fühlst und selber auch eben ja an diesen Themen leiden. Und wenn du den Wunsch hast, dass ihr zusammen einen Weg daraus findet, dann kann ich dir nur von Herzen unsere kostenfreie Community-Gruppe empfehlen. Dort bekommst du ja nicht nur den Austausch mit anderen Frauen, sondern auch ganz tolle, liebevolle Impulse von uns aus dem Team, aber auch von Jackie. Und ja, den Link findest du natürlich in den Show Notes. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.